So. Damit ich ihn jetzt endlich brechen kann. So, jetzt gehen wir richtig ab. Wie viel kann ich denn? Okay. Puh, nicht schlecht, 400. Aber es ist viel, lebt immer noch. Dann verteidige ich mich. Bekomme ich auch umso mehr Punkte, glaube ich. Schädlicher Staub. Mit einschläfender Wirkung. Okay. Das hat nicht viel gebracht. Setze ich halt wieder ein Objekt ein. Winzigen Stein. Oh ja, nice. Eine feste Truf. Oh nein. Ach. Das sind wir wieder. Mann, der Part ist schon wieder zu lange. Diesen Bosskampf hat einfach nur zu... Verdammt nochmal! Die Bosskämpfer, aber auch die ziehen sich extremst. Aber wir haben ihn fast down. Und nicht nachlassen. Man hat wieder ein bisschen mischen. Probieren wir es mal damit. Okay, einfach nur Heilung. Oh! Und davon Status Schäden. Nice! Ein BP. Genau. Hat auch im Dringendsten notwendig. Kann ich höchstens versuchen zu vergiften, ob das klappt? Leider nicht. Ich kann wirklich jetzt kaum was einsetzen. Ich könnte höchstens noch heilen hier. Fertigkeitenpunkte heilen. So. Ach, nicht schon wieder, ey. Das ist so nervtötend. So. Schluss jetzt damit. BP spenden wieder Alfin. Wenn er wieder zum Zug kommt, dann geht er richtig ab. Die Schwächen. Damit er wieder auf die Schwäche von ihm zu zielen. Primrose bekommt jetzt auch einen BP ab. So. Er kann sie hier nach Tode mit voller Power einsetzen. Und jetzt du. Mit der Axt. Oh, oder noch besser. Amputation. Endlich down. Das war ein heftiger Kampf. Jeder bekommt ein Level up.
Abgesehen von Olberic. Heilige Scheiße! Boah! Der Kampf hat sich gezogen. Tut mir leid, mir ist die Hand ausgerutscht. Wie bitte, ich soll so viel Gift nehmen, wie ich brauche? Überaus gern. Natürlich, Nina, ich bin unterwegs. Wenigstens wird dir jetzt geholfen. Sef, es tut so weh. Nina. Es wird alles gut werden, Nina. Er wird jeden Moment wieder hier sein. Er hat uns doch nie im Stich gelassen. Ich weiß. Als Vater starb, uns beide zurückließ, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ehrlich zu sein, sah ich mich nicht in der Lage, dich allein großzuziehen und zu beschützen. Aber Alpha immer für mich da. Als er mir sagte, dass er mir studieren und auch Apotheker werden wollte, da inspirierte mich das. Nina, es gab mir die Kraft, weiterzumachen. Er war immer so bescheiden, entschuldigte sich ständig, dass mir zur Last fiele. Aber in Wahrheit bin ich derjenige, der sich ständig von ihm verlässt. Ich ihm doch nur etwas ähnlicher sein könnte. Hast du mich vermisst? Ha, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ach, Arven, den Göttern sei Dank, es geht es dir gut. Oh, das Gift, du hast es geschafft. Ich nehme an, du weißt, was jetzt zu tun ist, hm? Überlass das nur mir. Ich fange sofort an. Viel Erfolg, mein Freund. Sehr schön. Dann bin ich kaputt. Ich gehe mal nach Hause und mache ein Nickerchen. Weiß schon, dass da, dass man sich dort ausruhen kann. Haben wir jetzt auch wirklich notwendig. Nach den ganzen Strapazen. Durch diesen einen Boss. Natürlich. Später an diesem Abend. Ich frage mich, ob es Sephor gut geht. Ich sollte mir keine Sorgen machen. Es wird ihm gut gehen, wie immer. Weißt du, Sef? Ich habe alles getan, um guter Apotheker zu werden. Um zu werden, wie du weißt schon wer. Und manchmal habe ich das Gefühl, noch immer weit davon entfernt zu sein. Es bräuchte nicht mehr als einen kräftigen Windstoß, um diese verschlafene Städtchen von der Karte zu fegen. Und trotzdem, hier wurde ich geboren. Großgezogen, hier habe ich mein Handwerk gelernt. Hier gibt es den griesgrimmigen Gärtner, den ich noch nie habe lächeln sehen. Meryl kommt zurecht, braucht aber hin und wieder eine Schulter, an die sie sich auswählen kann. Und um den Husten des alten Alec muss ich mich auch kümmern. Und du, Seth? Ich habe dir das Leben schwer gemacht, solange ich denken kann. Du hast mich eingeladen, mit dir zusammen bei deinem Vater zu studieren. Du hast dich um die Bücher gekümmert, als wir beide anfingen zusammenzuarbeiten. Richtig, was hatte ich gerade gedacht? Ich bleibe besser in der Gegend.
Aber nicht hier. Mal sehen, wie es bei Seth aussieht. Hm? Ja! Möge die Flagge mich holen! Es hat funktioniert, Nieder geht es von Stunde zu Stunde besser! Ich wusste es. Wer hätte je daran gezweifelt, wenn du mit der Aufgabe betraut bist? Vielen Dank für alles, Alvin. Du hast das Leben meiner Schwester gerettet. Wie könnte ich das jemals wieder gut machen? Nicht der Rede wert. Ich habe nur jemanden ausgeholfen, der in der Klemme steckt. So einfach ist es. Diese Worte. Hm. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir klein waren und die große Pest kam. Vater konnte jede Krankheit heilen, doch damals war zum ersten Mal hilflos. Dann brachte eines Tages ein Elixier in die Stadt. Eines, wie wir es zuvor noch nie gesehen hatten. Hm, ein Elixier, ha? Huh? Ja, das sollte helfen. Oh, Alvin selbst als Kind noch. Vielen Dank, Herr Apotheker. Aber warum habt ihr mich gerettet? Wir haben gar kein Geld, wisst ihr? Hör zu, Junge. Und zwar gut. Ich habe gesehen, dass jemand in der Klemme steckte und ihm geholfen. So einfach ist das. Also gut. Ich hoffe, dass ich eines Tages auch tun kann. Wird schon schief gehen. Zu diesem Tag hast du alles dafür gegeben, so hell zu werden. Um Menschen zu helfen, hast du gehandelt wie er. War das so? Alvin. Wir sind doch schon ewig zusammen. Da ahne ich etwas. Du möchtest weg von hier, nicht wahr? Du möchtest in die Welt ziehen. So vielen Menschen helfen wie möglich. Genau wie er. Du wusstest es. Ich bin nicht blöd, weißt du? Trotzdem ist dies hier mein Zuhause. Ich weiß, du bist ein begabter Apotheker, Seth. So gut wie... Nein, vermutlich sogar ein bisschen besser als ich. Aber ich kann doch nicht alleine fürs Dorf sorgen lassen. Abgesehen davon, wer würde dich ständig auf den Boden der Tatsachen zurückholen? Wer würde sich Gertas Gemecker anhören und Meres Geschichten von unerfüllter Liebe? Das werde ich tun, das werde ich alles tun. Du kannst völlig unbesorgt sein. Ich werde dafür sorgen, dass die Dorfbewohner glücklich und gesund sind. Das schwöre ich bei meinem Leben. Also zieh los und erkunde das Reich auf. Tue das leichte Herzens und obere erhobenen Hauptes. Also gut. Ja. Weißt du was, Mama? Ich würde auf Reisen gehen. Es ist an der Zeit herauszufinden, wie weit meine Fähigkeiten mich bringen. Ich werde auf der ganzen Welt Menschenleben retten. Genau der Mann, der es gerettet hat. Gib auf mich Acht, ja? Oh. Gott sei Dank, du bist noch hier.
Komm schon, Seth. Ich habe meine Abschiedsfeier gebeten. Ein kleines Geschenk für unterwegs, nichts Besonderes, aber... Ich möchte, dass du meinen Beutel nimmst. So werde ich immer bei dir sein, egal wie weit weg du bist. Ja. Das war kein Scherz, was du sagtest, sei nichts Besonderes. Das war das Einzige, was mir einfiel. Danke, Seth. Ich werde gut darauf aufpassen. Hier. Warum sich auch meinen? Das ist eine tolle Idee. Ich werde ihn gut nutzen, Elf. Also gut. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, mein Freund. Und so begann Elfin seine Reise, um überall, wo er hinkam, den Schmerz der Leidenden und Kranken zu lindern. So wie ein Mann es einst für ihn getan hatte. Er wusste nicht, welches Schicksal auf ihn seinen Reisen erwartete. Aber er wird es bald herausfinden. Okay. Dann sind wir hier fertig. Schauen wir mal, ob wir hier noch... Jawoll. Sehr schön. Diese Mutter lebt... Tochter über alles in der Welt. Sie ist immer da, Meryl zu ermutigen, wenn sie aufgeben will. Verborgenes Subjekt. Da unten. Benebelnde Würze. So, hier haben wir schon gehandelt. Okay, dann speichern wir wieder ab. Ist nicht möglich, da die Truhe zu öffnen. Aber ich sollte mir merken, dass ich dorthin wieder zurückkomme. Oh! Ich mir das und das. Erkundigen. Meryl, eine Bewohnerin von Kla... Ach, der alles in ihren Heimatdorf gefällt vom stillen Fluss, der warmen Sonne bis zu den freundlichsten Menschen. Ein weiteres verborgenes Subjekt. Wo scheint es denn auf? Na, wo erscheint das denn jetzt? Gunstorf, mein Name ist Meryl. Mir vielleicht kurz Gehör schenken, es ist was passiert, was ich niemandem sonst erzählen kann. Ich habe eine Flasche gefunden, die den Fluss herabtrieb. Seltsamerweise war ein Brief darin. Wollt ihr wissen, was darin steht? Ah, meine Meryl, ich habe dich sehr geliebt, aber ich habe keine andere Wahl, als dich in der Hauptstadt als anderen zu geben. Ich hoffe, du bist glücklich, wo sein magst, deine ferne Mutter. Aber ich habe doch Eltern hier im Dorf. Ich werde sie fragen, was bedeuten hat, aber ich habe Angst vor der Antwort. Geschichte von Meryl vermisst gefunden. Okay. Okay. So, wo ist das verborgene Objekt eigentlich hin? Auch nichts angezeigt. Ah, hier. Olivenblüte. Gut. Nimm mich an mich. Also, sie wurde ausgesetzt und jetzt... Könnten wir sie mit ihrer richtigen Familie wieder verbünden? Wirklich neue Angebote. Oh, reinigen der Samen. Oh, das kostet so viel, ey. Oh. Da gibt es wenigstens einen. Gab es wenigstens einen Nachlass. Geil.
Seth, der junge Apotheker aus Klanach, verlor seine Eltern schon in jungen Jahren an die große Pest und so musste sich danach alleine um seine Schwester Nina kümmern, da sie das einzige verbleibende Familienmitglied ist. Lastet die Verantwortung für sie schwer auf ihm. Er ist entschlossen, ihr Wohlergehen über seins zu stellen. Okay, ein weiteres verborgenes Objekt. Können wir ihn eigentlich verführen? Oh! Uff. Den Ruf der Stadt vielleicht lieber bewahren hier. Ach, eine Kriegsaxt! Her damit! Jetzt habe ich gar nicht. So, das ist Gertas, ein geistesabwesender, ungeschickter Bewohner von Klanach. Ihre Gern hat aber noch nie ein böses Wort über jemanden gesagt. Ist bei seinen Mitbürgern beliebt. Und auch hier. Deshalb bitte ich hier. Oh, ein einsamer Enkel ist das. Vor einiger Zeit erhielt dieser Junge die Nachricht, dass sein Großvater zu Besuch nach Klanach kommen würde. Seitdem er wartet, aufgeht dessen Ankauf und Geschichten von seinen, die er so sehr liebt. Okay, er hat dafür keine zusätzlichen... Gut, nice. Und? Wir standen los. Also dafür kann man von ihm keinen zusätzlichen Gegenstand... gar nichts Zusätzliches bekommen, ist einfach nur eine normale Info. So, her mit dem Zeug. Marils Vergangenheit? Dieser Mann ist der Schutz von Tochter. Das seit er, wenn sie in Schwierigkeiten gerät, erlebt seine Tochter, obwohl es das nicht ihr echter Vater ist. Okay, wir haben eine Information. Das ist der Teil von dieser Quest. Können wir noch so viel kaufen, ey. Garnelen mit Soße. Oh. So, Mac, die Köchin. Diese Köchin verwendet nur den besten regionalen Fisch, um einfach Gerichte zu zaubern. Jeder mag. Jeden Tag stürmen die Leute in ihr Wirtshaus, um sich an den zu ergötzen, was einige als den wahren Geschmack Klaras bezeichnen. Okay, da gibt es keine Besonderheiten dafür. So, was kann man von... vom Stammgast kaufen? Okay, ein paar Essenzen. Was gibt's hier, Herr Kunding? Vorräte im Überfluss! Treuer Liebhaber von Max Küche, der bereits an der Karte gegessen hat. Kein anderes Mal scheint seine Gelüste zu befriedigen in letzter Zeit, sich zum Kummer seiner Familie zu Hause zu speisen. Oh, neue Waren gibt's damit jetzt. Ah, nice. Mit der Frau hatten wir es schon mal zu tun. Die können wir natürlich nicht verführen. So, ist jetzt mal... Nö, die Stallachse ist nach wie vor nicht käuflich. Darf ich gerade jetzt von Axt reden? Es wird Zeit. Die Kriegsaxt. Oh ja, das ist ein deutlicher Unterschied. Du hast mehr Genauigkeit noch oben drauf. So wie es ist gehört. Okay, das passt. Oh ja. Auch hier können wir noch. Ja.
Das macht nichts. Okay, ein weiteres verborgenes Objekt. Ein Angler. Dieser Fischer ist stolz. So ein Klaras. Liest den Wind und das Wasser wie Gelehrte ihre Bücher und könnte jeden Tag einen Fang einfahren, der eines Königs würdig ist. Doch aus Liebe zum Fluss nimmt er immer nur, was er braucht. Ein weiteres verborgenes Objekt. Oh, da oben. Granatapfelessenz. Nice. Okay. Das sind schlechte Zeiten für einen Fischer, sage ich euch. Es gibt kaum noch Flundern in diesen Gewässern, nur die Götter wissen warum. Soll ich meine Familie ernähren, wenn ich nur leere Netze einhole? Garnelen mit so. Oh, okay, hier bitte. Dafür war sie da. Ah, hier seid ihr, was ist das? Oh, meine Güte, das schmeckt himmlisch. Ich habe diese Köstlichkeit gebracht, um mich bei Kräften zu halten und dann... Nicht deshalb, aber warum dann? Was ihr nicht sagt, die Plund... sind ganz wild auf diese Garnelen? Die Netzköder könnte ich vielleicht wieder meine Netze füllen. Zu geben, das würde zwar bedeuten, die edle Kochus mit Füßen zu treten... Aber wie heißt es so schön? Wenn es sein muss, muss es sein. Meine Familie braucht die Plunnen. Ja, richtige Einstellung. Oh, nice. 1500 und mächtiger Gürtel. Das klingt doch noch was. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier noch irgendwo... Ich glaube, sonst gibt es keine weiteren Nebenquests, ne? Aber die konnten wir wenigstens schnell lösen. Da wir gerade von Lösen reden. Ja. Geboren wurde? Aber das kann nicht sein, das ist eine Lüge. Das kann nicht wahr sein. Ist aber so. Es ist keine Lüge, mein Schatz. Aber du und Mutter. Es tut mir leid, mein Schatz. Wir wollten es dir eigentlich schon früher sagen. Es war vor 19 Jahren, da war eine Frau, deine Tochter namens Meryl. Sie kam hierher und bat uns so lange auf das Kind aufzupassen, bis sie wieder zurückkehren konnte. Wir hatten selbst keine Kinder, obwohl wir uns danach sehnten. Das ist ein Geschenk des Himmels. Aber... Wir warteten darauf, dass sie zurückkam, um dich zu holen, aber... Monate und Jahre verging. Derzeit betrachteten wir dich als unsere eigene Tochter. Wir sind nicht dein Fleisch und Blut, aber wir liebten dich, als wir... So. Ich lieb dich auch, Mama. Aber ich muss die Person finden, die diese Nachricht geschrieben hat. Es tut mir leid. Vielleicht hat sie die Antworten, die ich schon so lange suche. Tu, was du tun musst, mein Schatz. Wir werden für dich beten. Vielen Dank, Vater. Auch immer diese Flasche ins Wasser geworfen hat, muss irgendwo flussaufwärts leben. Ich werde aufbrechen, sobald ich meine Tasche gepackt habe. Ich werde die Person finden, die diesen Brief geschrieben hat. Hoffentlich wird sie damit Erfolg haben. Es tut mir leid, Meryl. Oh ja. Nice, das haben wir auch geschafft. Würde ich jetzt auch 3000 Gold zurückbekommen? So, jetzt wollte ich mal sehen, was dieser Gürtel so bringt. Wo ist es denn? Mächtiger Gürtel. Okay, für bessere physische Angriffskraft. Na, das ist doch,
Dafür müsste ich einiges an Verteidigung dafür hergeben. Primrose könnte wirklich eine bessere physische Angriffskraft gebrauchen. Bekommt sie den mächtigen Gürtel dafür. Also dafür jetzt weniger Gesundheitspunkte, aber was soll's. Okay, liebe Leute. Damit wär's das. Im nächsten Part machen wir mit unserer Reise weiter. Wir haben also praktisch das erste Kapitel von unserem neuen Charakter jetzt abgeschlossen. Und ja, ich hoffe, dann seid ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crushwood, wie geht hinein? Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen, falls es so gefallen wusste. Und auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leutchen! You know.